Hallo, meine lieben Kreativlinge. Ja, wie ihr schon sehen könnt, ich bin endlich fertig. Kann man jetzt sehen, wie man will? Ich habe zwischendurch immer mal wieder so 10 Minuten, Viertelstunde gepaintet. Ihr hört ja auch noch, ich bin noch etwas erkältet. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem mein Bild fertig gemacht und ich finde es echt, echt klasse. Und man sieht, es glitzert so schön. Ja, so schaut das fertige Bild aus. Moment, mit dem Licht ist ein bisschen. Ich finde es echt mega klasse. Ich freue mich total. Ich werde auch noch das ein oder andere bestellen. Ich habe letztens noch mal reingelunst und habe da noch ein paar Bilder gefunden. Aber jetzt widme ich mich erstmal wieder meinen anderen Projekten, weil jeder weiß, auch wenn es riesen, riesen Spaß macht, es dauert. Es dauert so ein Diamond Painting. Na? Ja, aber ich finde es mega. Ich habe fertig. Das nächste wartet auch schon. Das ist aber ein ganz kleines nur. Das zeige ich euch dann auch. Da hat sich ein Stein gelöst oder war der schon locker drauf? Muss ich mal gucken. Naja, ich werde jetzt das Ganze sauber machen. Na, der Stein mag nicht weg. Muss ich gleich mal gucken, ob der irgendwo weggeflogen ist. Ich werde jetzt das Ganze sauber machen, werde dann. Werde es zurechtschneiden und werde das Ganze versiegeln. Ja, dann ist es tippitoppi fertig und ich brauche keine Angst mehr haben, dass mir die Steinchen jetzt davon fliegen. Keine Ahnung, ob die locker irgendwo drauf waren, weil mir ab und zu mal wirklich ein Steinchen aus dem Kästchen weggehüpft ist. Und es sind noch einige da. Also ich hatte so, so Bammel, dass mir die nicht langen. Ne? Aber ich muss sagen, tippitoppi, es langt hinten und vorne. Auch wo ich gedacht habe, am Anfang, zum Beispiel bei dem G, bei der Farbe G, sage ich jetzt mal, da war wirklich nicht viel im Beutel und ich dachte, oh Gott, das reicht mir niemals. Und ja, ne, wenn man schaut, es ist noch genug vorhanden. Ja, in den dunklen Lila sieht man das fast nicht. Aber ja, ich finde es schön. Wie gesagt, ich werde das Ganze jetzt sauber machen, weil ja doch immer noch ein paar Wachsreste mit drauf sind und so. Ich werde das Ganze dann versiegeln. Und ja, das war's. Mal gucken, ob die irgendwo abgefallen sind. Oder nicht. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich finde es mega. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye bye.